Deutschland im Winter. Minustemperaturen. Wenn es draußen kalt ist, besonders wichtig, warme Sachen. Gern aus Merino-Wolle. Die ist total kuschelig, flauschig. Das kratzt überhaupt nicht, wenn man es auf der Haut hat. Merino-Wolle finde ich super wegen dem angenehmen Tragegefühl. Merino-Wolle ist weich, kuschelweich. Und Merino-Wolle liegt voll im Trend. Auch auf der Berliner Fashion Week, Treffpunkt internationaler Modedesigner. Es ist extrem atmungsaktiv. Das heißt, ich kann eben einen dicken Pullover machen, der nicht so heiß wird im Sommer, aber im Winter warm. Merino-Wolle hat ein gutes Image und ist praktisch. Wenn man schwitzt, dann trocknet sie extrem schnell und sie riecht nicht. Und man muss sie nicht so oft waschen. Natürliches Produkt, ist ein nachwachsender Rohstoff. Bis die kuschelige Ware in den deutschen Handel kommt, geht sie um die halbe Welt. Die meiste Merino-Wolle kommt aus Australien, von 74 Millionen Schafen. Doch die sind völlig überzüchtet, um möglichst viel Wolle rauszuholen. Dieses Tier kann sich den australischen Bedingungen nicht anpassen. Es braucht also all diese Eingriffe durch den Menschen. Einer dieser Eingriffe, das sogenannte Mulesing, die Entfernung parasitenanfälliger Hautfalten bei Lämmern. ZDF Zoom fragt, wie viel Leid steckt in der Merino-Wolle? In Deutschland ist Merino-Wolle angesagt. Pullover, Mäntel, Outdoor-Bekleidung. Sogar Schuhe gibt es aus dem feinen Material. Die Kunden hoffen, dass sie ein gutes Produkt kaufen. Es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und ich glaube, es ist halt auch echt gut für so Funktionsunterwäsche. Was wäre denn euch wichtig, über Merino-Wolle zu wissen? Ob das überhaupt unter guten Bedingungen die Schafe gehalten wurden und es auch geschoren wurde vernünftig. Was glaubt ihr denn, wo Merino-Wolle herkommt? Ich glaube, irgendwie aus den Bergen, denke ich mal. Also habe ich, glaube ich, mal gehört. Aber wo genau, welches Land, weiß ich nicht genau. Die Herkunft bleibt bei vielen Produkten unklar. Auch in Deutschland gibt es Merinos, fast 500.000. In der Schäferei Kima bei Pfaffenhofen treffen wir Zuchtexperten für sogenannte Merino-Landschafe. Sie sind genügsam, robust und ausdauernd. Mit den ursprünglichen Merinos, die vermutlich im Mittelalter von Nordafrika nach Spanien importiert wurden, hat ihre Wolle nicht mehr viel gemein. Das ist klassisch so, wie das ursprüngliche Merino gezüchtet worden ist, mit einer extrem feinen Wolle. Und um den Wollertrag zu steigern, hat man über die Jahrhunderte dann immer mehr Hautfalten hingezüchtet. Deutsche Merinos werden vor allem zur Fleischerzeugung gehalten. Ohne Falten und mit gröberer Wolle sind sie dem deutschen Klima perfekt angepasst. Bei uns geht es leider nicht mit der feinen Wolle, also noch feiner, weil wir einfach in Deutschland viele Niederschläge haben. Und die Wolle ist halt ideal bei uns, die ist gewiss grob. Und wenn es da regnet, dann kommt halt kein Tropfen Wasser an die Haut hin vom Schaf. Regenschutz. Ja, wie ein Regenmantel, ja. Die Wolle der deutschen Merinos wird in Teppichen, in Sitzbezügen für öffentliche Verkehrsmittel und zu schwer brennbarem Dämmmaterial verarbeitet. Für Kleidung braucht man feine Merino-Wolle aus anderen Ländern. Aus Argentinien kommen etwa 4% der weltweiten Produktion, genauso viel aus Südafrika und Neuseeland. Mit 88% ist Australien der mit Abstand größte Produzent. Merino-Wolle ist ein beliebtes Exportprodukt Australiens. Umsatz 2018 umgerechnet über 2,3 Milliarden Euro. Das Bild eines Super-Merinos ziert sogar australische Münzen. Die Schattenseite der Medaille? Viele Falten führen zwar zu viel Wolle, aber auch zu Problemen bei der Tierhaltung. Damit beschäftigt sich in Deutschland die Stiftung für Tierschutz Vier Pfoten. Als Verbraucher
stellt man sich ja vor, dass im Lieblingspulli flauschige, weiße, weiche Kuschelwolle ist. Ist das Realität? Wir haben es mit großen Problemen, großen Tierschutzproblemen in der australischen Schafhaltung zu tun. Besonders bedenklich, das nach seinem Erfinder John Mules benannte Mulesing. Eine Operation, die die Tiere vor gefährlichen Fliegenmaden schützen soll. Auf heimlich aufgenommenen Bildern sieht man, wie Lämmern Fleischstücke großflächig um den After weggeschnitten werden. Ohne Betäubung. Das muss man sich einfach vorstellen, bei vollem Bewusstsein eine Operation durchzuführen. Und das sind natürlich irrsinnige Schmerzen. Diese Schmerzen halten auch mehrere Tage an. Mulesing ist auf den meisten Farmen Standard. Über 90% der Wolle stammt von so verstümmelten Schafen. Die Chance, dass Sie einen Mulesing-freien Pullover in einem normalen Laden finden, ist derzeit noch sehr gering. Wie kann man als Kunde in Erfahrung bringen, ob für ein Produkt Tiere leiden mussten? Wir geben uns als Verbraucher aus, fragen bei deutschen Marken und Kaufhäusern nach, ob sie Mulesing-freie Textilien anbieten. Von 34 angefragten Unternehmen hören wir ganz Unterschiedliches. 2 beziehen keine Wolle aus Australien. 6 sind sich des Problems bewusst und wollen in Zukunft mit Mulesing-freier Wolle auskommen. 10 vertrauen auf Aussagen ihrer Lieferanten, dass kein Mulesing stattfindet. 7 appellieren an das Vertrauen der Kunden, dass es den Tieren gut geht. 5 gehen einfach nicht auf unsere Frage ein. 4 haben gar nicht geantwortet und niemand verweist auf eine einsehbare Lieferkette. Unser Eindruck? Verbraucher haben in Deutschland fast keine Chance, aussagekräftige Antworten zu bekommen. Besonders auffällig, mehrere Antworten in Standardfloskeln oder zu ganz anderen Themen wie Kaninchenfell, Federn, Daunen, Lebendrupf. Auf unsere offizielle Nachfrage heißt es dann, für die Antwort war irrtümlich ein Text zu einer anderen Fragestellung verwendet worden. Wenn man von Händlern keine eindeutigen Aussagen bekommt, können dann Siegel Klarheit bringen? In der Verbraucherinitiative geht es genau darum. Die Fachleute informieren über Kennzeichnungen, auch im Auftrag der Bundesregierung. Doch liefern die bisherigen Textilsiegel überhaupt Hinweise auf das Tierwohl? Das Zeichen, was Sie gerade hier haben, das ist das Wohlmarktzeichen. Gibt es in 3 verschiedenen Stufen, sagt aber über das Tierwohl überhaupt nichts aus, finden wir aber relativ häufig. Der blaue Engel ist ein sehr bekanntes, das bekannte Umweltzeichen, kennzeichnet aber nicht das Tierwohl, sondern die ökologischen Aspekte eines Produktes. Das textile Vertrauen ist auch ein relativ weit verbreitetes Label, kennzeichnet die Schadstoffbelastung eines Produktes. GOTS ist ein sehr empfehlenswertes Zeichen, was in der Lieferkette sehr umfassend soziale, ökologische und auch Tierwohlstandards ausbildet. Sehr anspruchsvoll. Sehr teuer, weil es natürlich sehr aufwendig ist für den, der es verwenden will. Dementsprechend findet man es nicht so oft im Angebot. Aber wie kann man sich denn jetzt im Moment als Verbraucher kurz und schnell und effizient informieren? Das Labelwissen ist das eine, das ist schon die hohe Kunst der Verbraucherrecherche. Ich glaube, Unternehmen müssen etwas tun und dazu gehört, dass Unternehmen verstehen, dass Tierwohl für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland immer wichtiger wird. Fazit: Auf Verbraucheranfragen gibt es so gut wie keine klaren Antworten. Und viele bekannte Siegel sagen nichts über das Tierwohl aus. Wir reisen zum Ursprung der Wolle, nach Australien, wollen herausfinden, was es mit dem Mulesing auf sich hat. Warum werden den Lämmern überhaupt Hautfalten abgeschnitten? Der Bundesstaat New South Wales ist mit etwa 27 Millionen Schafen die australische Merino-Hochburg. Hier hat man dem Goldesel gar ein Denkmal errichtet. Mächtige Hautfalten bieten viel Fläche für feine Wolle. Auf einer Farm der Universität Sydney wird direkt am Schaf geforscht. Im Fokus der Tiermediziner vor allem das umstrittene Mulesing. Die Wissenschaftler testen hier Möglichkeiten, die Schmerzen bei der Operation zu lindern. Wegen der Falten in der Haut am After und Unterleib sammeln sich Fäkalienrückstände.
Wir müssen also diese Haut wegnehmen, um eine freie Fläche zu schaffen, so wie hier. Damit können wir den Befall durch Fliegenmaden stoppen. Und der ist der größte Killer von Wollschafen in Australien. An der Stelle, wo einmal Hautfalten weggeschnitten wurden, haben die Parasiten keine Chance mehr. Das Besprühen mit einem Betäubungsmittel reduziert die Schmerzen des Eingriffs für 24 Stunden und unterstützt die Wundheilung. Die Forschungen der Mediziner zeigen erste Erfolge. Einige Farmen setzen inzwischen Schmerzmittel ein. Tierschützer fordern, das Mulesing ganz einzustellen. Doch selbst hier auf der Versuchsfarm hatten sie damit noch keinen Erfolg. Nach einem Jahr ohne Mulesing hatten wir Schafe, die von Fliegenmaden befallen waren. Und das war auch unmenschlich. Die Wissenschaftler schätzen, bei einem sofortigen Mulesing-Stopp würden jährlich 2 Millionen Schafe am Befall mit Fliegenmaden sterben. Langfristig müssen die Hautfalten der Merinos weggezüchtet werden. Sie werden glattere Körper haben mit weniger Falten und bestenfalls einem freien Bereich hinten. Und hoffentlich werden wir sie nicht mehr dem Mulesing unterziehen müssen. Wie lange wird es dauern? Ein weiteres Jahrzehnt. Wir sind seit 8 Jahren dran und haben immer noch viele Falten. Langwierige Rückzüchtung und bis dahin der Einsatz von Betäubungsmitteln. Doch die Realität sieht auf vielen Farmen anders aus. Und Mulesing ist nur ein Problem im Leben eines Merinos. Wir sind unterwegs zu einem Insider, der seit Jahrzehnten auf verschiedenen Schaffarmen arbeitet und immer wieder einen brutalen Umgang mit den Tieren dokumentiert. Seinen vollen Namen sollen wir nicht nennen. Die grausamen Fotobeweise füllen inzwischen einen ganzen Ordner. Diese Bilder zeigen schwerkranke oder verletzte Tiere. Der Manager hält die Tiere nur am Leben, weil sie Wollertrag bringen oder ein weiteres Lamm. Auf den Farmen, die sich nicht ums Wohl der Tiere sorgen, ist das leider die Mentalität. Sind das Einzelfälle? Es ist wirklich nicht überall der Fall, keineswegs. Aber es ist auch nicht so selten, wie die Wollindustrie es einen glauben machen möchte. Aber das würde niemals jemand zugeben. Peter berichtet, er habe solche Misshandlungen auch auf Farmen erlebt, die auf Einhaltung des Tierschutzes überprüft wurden. Die Besitzer wissen, wann die Kontrolleure kommen und alles ist blitzsauber an dem Tag. Sie bekommen nur das zu sehen, was der Besitzer sie sehen lässt. Sie laufen nicht einfach überall herum. Und die andere Frage ist, wer kontrolliert den Kontrolleur? Wenn die Kontrolle von Behörden und Prüfern nicht reicht, hilft dann ein enger Kontakt zwischen Farmer und Produzent. Auf Tasmanien, der australischen Insel südlich des Kontinents, können wir uns davon ein Bild machen. Wir besuchen eine Farm mit 11.000 Merinos. Seit 4 Jahren verzichtet Besitzer David Taylor darauf, ihnen Hautfalten abzuschneiden. Zur großen Schur kommt sein bester Kunde aus Deutschland. Stefan Krause, Produktmanager für Outdoor-Bekleidung bei Ortovox, überzeugt sich mit eigenen Augen, dass vereinbarte Tierschutzstandards eingehalten werden. Das Mulesing wird ja praktiziert, leider sehr oft ohne Betäubung. Und das ist eine ziemlich blutige Geschichte, ziemlich grauselig. Und das war für uns absolut nicht vorstellbar, dass wir sowas bei uns in Bekleidung haben wollen. Doch auch hier werden Tiere von Fliegenmaden befallen. Die Parasiten bohren sich in das Schaf und fressen es von innen auf. Unbehandelt führt das zu einem langsamen, qualvollen Tod. Die einzige Chance, auf Mulesing zu verzichten, ist arbeits- und kostenintensiv. David Taylor behandelt seine Lämmer vorbeugend mit Pestiziden. Diese hätten keine Nebenwirkungen und seien später nicht in der Wolle nachzuweisen, sagt der Farmer. Und bei allen 11.000 Schafen stutzt er mehrmals im Jahr die Wolle an den gefährdeten Stellen. Das erntet Unverständnis und Kritik von anderen Farmern. Die denken, ich sei ein Idiot. Mulesing wird seit 200 Jahren gemacht, generationenlang. Und jetzt bekommt man gesagt, das kannst du nicht mehr machen. Da haben sie ganz schön dran zu schlucken. Die Schur verläuft hier, wie bei anderen Farmen auch, im Akkord.
2 bis 3 Minuten dauert das pro Schaf. Schafe sind Fluchttiere. Es gilt, ihnen möglichst wenig Stress zu verursachen. Man muss wissen, wie man die Schafe mit den Beinen so hält, dass sie es bequem haben. Dann sitzen sie da recht entspannt, bis sie fertig sind. 150 Schafe pro Tag schaffen die Profis. Die Ausbeute? Im Schnitt 6 Kilo Wolle pro Tier. Sie wird nach Qualität sortiert und später in Ballen gepresst. Die Hälfte geht an den Vertragskunden aus Deutschland. Der Rest zu den großen Wollauktionen. Eine Farm wie diese ist in Australien die Ausnahme. Nur etwa 10% der Merino-Wolle ist mulesingfrei. Ein Problem für Unternehmen, die Wolle brauchen, das Wohl der Tiere berücksichtigen und damit offensiv für ihre Produkte werben. Wie sieht denn die Zukunft für euch aus? Wir brauchen dringend mehr Wolle. Die Voraussetzung natürlich non-mulesed. Und wir versuchen hier wirklich auch mehr Farmer zu überzeugen davon, dass es eine gute Idee ist, den Weg zu gehen, den jetzt auch Dave zum Beispiel gegangen ist. Händler, die mulesing-freie Wolle suchen, werden mitunter bei den Wollauktionen fündig, wie bei der Yennora Wollbörse in Sydney. Insgesamt werden in Australien jährlich 320 Millionen Kilogramm Rohwolle produziert, im Wert von rund 2,3 Milliarden Euro. Andrew Blanche war jahrelang im Vorstand des Wollvertriebsverbandes und ist Einkäufer für europäische Kunden. Er spürt die steigende Nachfrage nach Merino-Wolle. Es ist ein großer Teil der australischen Wirtschaft und das wird so bleiben. Die letzten Jahre haben fantastische Ergebnisse für die Wollproduzenten erzielt. Doch Wolle ist nicht gleich Wolle. Die feinen Unterschiede sind für Laien kaum zu erkennen. Wichtig ist die Art der Kräuselung in der Faser. Daran kann der Fachmann sogar erkennen, ob die Wolle von Merinos mit vielen oder weniger Hautfalten stammt. Die Schafe, von denen diese Wolle kommt, mögen ein wenig kleiner sein und vorne mehr Falten aufweisen. Die Schafe, von denen die größere Kräuselung stammt, könnten größer sein und, sagen wir mal so, viel glatter. Doch die Wolle von glatten Schafen, die ohne Mulesing auskommen, findet der Experte nicht ganz so flauschig. Diese fühlt sich rutschig an, fast synthetisch. Diese da vermittelt ein ganz anderes Gefühl. Sie reckt sich. Es ist wie, wenn sie dich ansieht. Du drückst sie zusammen und sie drückt zurück. Es ist, als wenn sie mit dir kommunizieren würde. Die Preise für Merino-Wolle hängen stark von der tagesaktuellen Nachfrage ab. Im Schnitt liegen sie bei umgerechnet 15 Euro pro Kilo. Für mulesing-freie Wolle gibt es etwa 1 Euro pro Kilo Zuschlag. Bis 2010 wollte die Organisation der australischen Wollzüchter auf Druck von Tierschutzorganisationen ohne Mulesing auskommen. Bis heute ist das nicht passiert. Wir konfrontieren ihren Vorsitzenden Walter Merriman. Gleichzeitig ist er einer der renommiertesten Züchter für faltenreiche Schafe. Wie steht er zum Wunsch europäischer Kunden nach tierschutzgerecht produzierter Wolle? Unternehmen, die mulesing-freie Wolle möchten, gut, sie können zu der Box gehen und welche kaufen. Einen riesigen Teil der wollverarbeitenden Industrie interessiert das nicht, die kaufen den Rest der Wolle. Mit Wollindustrie meinen Sie auch Käufer aus Deutschland? Denen ist das egal? Ich kenne keine spezifischen Käufer aus Deutschland, die mulesing-freie Wolle wollen. Ich sage nicht, dass es keine gibt. Der Wollpreis ist von 500 Cent pro Kilo auf 1300 gestiegen. Darauf achten die Schaffarmer. Solange es ihren Absatzmarkt nicht berührt, setzen sie auf die chirurgische Methode mit Schmerzmittelabgabe. Auch wenn das bisher nur die Ausnahme ist. Der Wollpreis steigt so oder so, egal ob die Farmer Mulesing anwenden oder nicht. Tierschutzgerechte Wolle, für ihn ein reines Geschäftsmodell. Wenn man gewillt ist, dafür zu bezahlen, dann können sie mehr davon haben. Aber es gibt ja nicht mehr. Wenn die Nachfrage steigt, muss man mehr bezahlen. Also geht es nur ums Geld? Es ist ein Geschäft. Walter Merriman trat Ende 2018 zurück. Es ist unklar, ob unter neuer Leitung ein Umdenken stattfinden wird. Wie steht die australische Regierung zu den Tierschutzproblemen in der Wollindustrie?
Drei zuständige Minister wollten sich nicht dazu äußern. Allein der Abgeordnete der Partei für Tierrechte im Parlament vom Bundesstaat New South Wales spricht mit mir. Es geht um ein Tier, das sich den australischen Bedingungen nicht anpassen kann und all diese Eingriffe zum Überleben braucht. Einige sind sehr kontroverse, massive Eingriffe, die oft ohne Schmerzbehandlung durchgeführt werden. Würden wir das mit einer Katze oder einem Hund machen, kämen wir vor Gericht und möglicherweise ins Gefängnis. Mark Pearson wollte das Mulesing stoppen, brachte einen Gesetzentwurf ein. Ich habe den Antrag gestellt, im Parlament zu beraten, wie man die Wollzüchter dazu bringt, mit dem Mulesing aufzuhören und bis dahin Schmerzmittel zu verabreichen. Einstimmige Ablehnung. Am nächsten Morgen bei der Debatte sagte die Regierung, abgelehnt. 11% der australischen Wolle geht als Rohware direkt nach Europa. Rund 75% werden in China verarbeitet. Ein Teil davon wird wiederum nach Europa exportiert, als Garn, Stoff oder fertiges Kleidungsstück. In der Nähe von Shanghai liegt die Wollwäscherei eines französischen Konzerns. Produktmanager Stefan Krause ist auch hier einmal im Jahr vor Ort. Er will kontrollieren, dass seine Wolle auf dem Weg durch die lange Produktionskette nicht doch noch vermischt wird. Für uns wichtig natürlich, dieses schwarze Loch oder diese Black Box zu öffnen, denn wir werden es nachher gleich sehen, das sind so riesengroße Maschinen, da laufen 20 Tonnen pro Tag durch und für uns einfach super, super wichtig zu wissen, dass unsere Wolle aus den Farmen dann auch wirklich anschließend wieder in unsere Produkte auch landet. Zuerst werden Ballen von Rohwolle mit sich perfekt ergänzenden Eigenschaften wie Faserlänge, Kräuselung und Feinheit in mehrere Tonnen schwere Produktionseinheiten zusammengemischt. Jede Einheit bekommt eine Nummer. Dann folgen mehrere Wasch- und Trockenvorgänge. Der australische Manager der Wäscherei, Chris McKenzie, achtet auf die genaue Dokumentation, damit nichts durcheinander kommt. Wir garantieren zu 100%, das, was du reintust, bekommst du raus. Keine der gefälschten Zertifikate, keine der Tricks oder irgendetwas. Die Unterschiede zwischen den Wollwäschereien liegen nicht in der verwendeten Technologie, sondern in der Geschäftsphilosophie, den moralischen Prinzipien und dem Managementsystem. Da gibt es allerdings große Unterschiede. Die frisch gewaschene und getrocknete Wolle wird bis zum fertigen Garn immer feiner und feiner verwoben. Dabei wandert die Chargennummer mit durch das System, durch mehrere Produktionsstätten, oft durch unterschiedliche Unternehmen in verschiedenen Ländern. Nur wenige Unternehmen leisten sich persönliche Kontrollbesuche entlang der Produktionskette. Natürlich wird es dadurch auch teurer, das Produkt. Letztendlich ist der Aufwand deutlich größer. Und auch nicht nur die ganzen Audits, die wir durchführen, sondern auch die höheren Standards, die wir uns selbst auferlegen, machen das Produkt insgesamt teurer. Zurück in Deutschland auf der Fashion Week in Berlin. Wir befragen Aussteller nach der Transparenz in ihren Lieferketten. Wissen Sie, woher Ihre Wolle kommt? Unsere kommt aus Australien und da legt man besonders viel Wert eben auf Nachhaltigkeit. Das heißt, man denkt wirklich darüber nach, wie man diese Schafskulturen über Jahre und diese Familien, diese Schafe dort betreuen, immer weiter betreut, dass die Lebensbedingungen richtig gut sind. Und diese Zusammenarbeit gefällt uns natürlich extrem, weil unsere Kunden fragen uns auch, wo kommt eure Wolle her? Aber ob es jetzt die Farm in Neuseeland oder die in Australien ist, das ist ein Level zu weit. Wüssten Sie zum Beispiel, ob die Wolle, die Sie bekommen, ob die dem Mulesing unterzogen wurden, die Schafe oder nicht? Ich habe es auch nicht kontrolliert. Ich muss dann den Leuten vertrauen. Wir sind Familienunternehmen. Wie auch schon bei unserer Verbraucherumfrage verlassen sich viele auf die Aussagen der Hersteller. Ich kann nicht dafür garantieren, dass mein Hersteller mal irgendwo eine andere Charge einkauft. Aber er sagt mir, es kommt aus Patagonien. Nicht jeder kann sich zertifizieren lassen. Also wir können uns das nicht leisten, uns zu zertifizieren. Aber man kann mit uns ins Gespräch kommen. Und wir haben ja mit unseren Vertriebspartnern, wir sind auch ständig in Kommunikation. Und das ist eigentlich für uns die Garantie dafür.
Für eine nachhaltigere Kleiderherstellung setzt sich in Deutschland der Bundesentwicklungsminister ein. Auf eine Anfrage für ein Interview mit Minister Müller bekommen wir eine schriftliche Antwort. Mulesing werde abgelehnt, Aufklärung sei aber nötig. Jetzt soll ein neues Siegel helfen, der grüne Knopf für ein faires, ethisch unbedenkliches Produkt. Auf der Messe sprechen wir ihn nochmal an. Ich würde Sie gerne fragen, was der grüne Knopf denn in Bezug auf das Tierwohl bewirken kann beim Verbraucher. Mit dem grünen Knopf als Metasiegel sind eine Vielzahl von Grundstandards verbunden, die natürlich auch, wenn es um Tierwohl geht, auch in den Tierschutz hineingehen. Aber das muss man natürlich differenziert dann beantworten. Das heißt, auch von Anfang an sind beim grünen Knopf jetzt Standards für Tierschutz mit inbegriffen? Das kann Ihnen Frau Wahide im Detail erklären. Ein Mitarbeiter aus einem Stab verspricht uns dann noch ein Statement vom Entwicklungsminister im Laufe des Messerundgangs. Wir bleiben also dran. Schließlich ist das neue Siegel ein Prestigeprojekt des Ministers. Doch auch später kommt es hier nicht mehr zum versprochenen Interview in Sachen grüner Knopf. Die Verbraucherinitiative hat eine eigene Sicht auf das Thema. Spielt beim grünen Knopf Tierwohl eine Rolle? Nach meinem Wissen, was ich heute habe, spielt es zu wenig bis gar keine Rolle. Und deswegen muss das da rein. Und deswegen müssen gesellschaftliche Gruppen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, müssen eingebunden sein in diese Entwicklung dieses Systems. Wenn das gelingt, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Herr Müller so ambitioniert denkt, dann ist das ein guter Weg, ja. Doch was kann der Verbraucher tun, um in Zukunft saubere Produkte zu kaufen? Die Macht der Verbraucher ist tatsächlich gestiegen. Und wenn man das mal knallhart sagt, jeder Einkauf ist ein Statement, dann gilt das natürlich auch für den Textilmarkt. Und da können wir mehr bewegen, als wir im Moment tun. Welchen Einfluss haben die Verbraucher wirklich? Und wie reagieren sie, wenn sie mehr über die Erzeugung von Merino-Wolle erfahren? Wir zeigen den Kundinnen, die wir im Laden getroffen hatten, Bilder unserer Recherche zum Ursprung der Wolle. Ich hätte es mir jetzt nicht so schlimm vorgestellt, vor allem weil es ja auf jeden Fall immer gut dargestellt wird oder wie schön oder alternativ die Wolle ist. Und wenn man jetzt sowas sieht, ist man natürlich, also will man es jetzt nicht unbedingt mehr kaufen wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich jetzt mehr dafür zahlen würde, damit, wenn ich auch weiß, dass es unter fairen Bedingungen hergestellt worden und nicht, dass die Schafe dann so gelitten haben darunter. Gerade von so großen Ketten sollte man eigentlich erwarten, dass sie sich darum kümmern und dass sie auch, weil die haben halt eigentlich das Geld, um sich da mehr mit zu befassen und darauf zu achten, dass es eben nicht unter so welchen Bedingungen hergestellt wird. Doch bei vielen Herstellern spielt das Wohl des Tieres eine zu kleine Rolle. Viele Händler vertrauen blind ihren Lieferanten und es fehlt an Transparenz. Die australischen Farmer schwanken zwischen Tradition und modernem Tierschutz. Druck kann nur von der Textilindustrie kommen, getrieben von Kunden, denen gute Wolle wirklich wichtig ist.